Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Rettung der Citadel und des Rats noch dazu. Die Menschheit genießt das Vertrauen der gesamten Galaxie. Und trotzdem reicht es nicht aus. Unsere Opfer haben uns die Dankbarkeit des Rats eingebracht. Aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Schalte ULG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Auffangmanöver! Los, los, los!
der Joker. Wir müssen hier raus. Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt beim anderen Angriff zurück. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Diesem bombastischen Intro herzlich willkommen zu Mass Effect 2, meinem kleinen Let's Play hier auf YouTube. Wie ihr sehen könnt, wir spielen Mass Effect 2 mit Standard Shepard aus Teil 1, den ich übernommen habe. Hier sehen wir den Klassenauswahlbildschirm. Ich gehe hier gerade ein paar Klassen durch, nichts Besonderes. Also ich werde als Soldat spielen, denn als Soldat hat man eine besondere Waffe, das Präzisionsgewehr, und das ist mit die beste Waffe im Spiel. Gut, ich wähle mal den Was wähle ich denn? Den Geth, den Geth Schildverstärker. Der Schild geht mir sonst immer zu schnell runter. Gut. Dann haben wir ihn hier, Bob Shepard, unseren Kriegshelden, und wir starten. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda, ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis. Sofort. Herzfrequenz sinkt.
Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Hier startet das Tutorial-Level. Das einzig Schlimme an diesem Spiel, denn zum einen zieht Shepard eine Ausrüstung so schnell an. Ja, ich skill gerade meinen Adrenalinstoß, weil mit einem Scharfschützengewehr ist das der beste Skill überhaupt. Und zum einen kommandiert einen Miranda rum, als wäre man ein hirntoter Vollidiot. Und zum anderen, ja, ist halt typisch lineares Level. Also nichts wirklich Gutes. Also klar, es ist natürlich da, um Leute ins Spiel reinzuführen, aber ist es das einzig Schlechte an diesem Spiel? Und nebenbei, diese Fässer da explodieren nicht, solange man nicht in Deckung geht. Naja, ich meine, ihr seht es ja selbst. Überall Pfeile, die einem... Ja, und diese Tür geht nicht auf, bevor man nicht nachgeladen hat. Pass auf, klick, klick. Offen. Ja. Und da kommen die Mechs. Und da gehen die ersten Mechs. Und hier liegen einige Leichen rum. Und wie wir alle aus dem Film Zombieland wissen, geht auf Nummer sicher Double Tap. Ja, okay, da war ein weiblicher NPC, der schon tot war. Hm. Ich frage mich, was Anita Sarkeesian dazu sagen würde, dass ich einen toten NPC erschossen habe, der weiblich war. Ja, wollen wir... eigentlich will ich nicht, dass sie das weiß. So. Ach ja, hier kommt das Nächste. Keine Gegner, 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 Gegner. Also manchmal ist dieses Spiel schon ein bisschen bescheuert, was das Design angeht. Aber naja, andererseits, die Story reißt das manchmal etwas maue Gameplay eindeutig wieder raus. Und hier versuche ich gerade diesen dämlichen Backfischen da einen Kopfschuss zu verpassen, aber die weichen ständig aus. Naja, egal. Dauerfeuer. Passt schon. Nun gut, weiter geht's. Ein bisschen 50 Meter sprinten, was natürlich Shepard komplett außer Puste bringt. Da geht's natürlich weiter, aber erstmal ein bisschen Munition holen. Tada! Schöne Kisten nebenbei. Wer baut eigentlich diese Lagerräume? Hm, egal. Los geht's. Oh. Hi. Hi. Leute, lauft weg. Und hier liegen ein paar Walker aus The Walking Dead rum. Wie immer Double Tap. Außer bei dem. Sie einmal. Ah, ein Granatwerfer. Und hallo Tutorial. Ich meine, wer würde an dieser Stelle nicht den Granatwerfer benutzen? Ich meine, du kriegst ein neues Spielzeug und jeder setzt das neue Spielzeug sofort ein. Ja, ja, Miranda, ist ja gut. Das ist das einzig Blöde an diesem Spiel wirklich. Diese nervigen Tutorial-Schläuche. Endlich Ruhe von Miranda. Sehr schön. Und ja, ich habe gerade ein paar Mechs erschossen.
Ja, sehr schön, Miranda. Faszinierend. Ah, ja. Willkommen zum Minispiel Nummer 1, Memory. Ja, was soll ich da schon großartig sagen? Es ist faktisch Memory. Einfach die Dinger suchen und anklicken und gut ist. Das bringt natürlich ein bisschen Kohle, die wir später in unseren Fischtank investieren. Und ein wenig Ausrüstung. Faszinierend. Da war es jemandem über 2 Milliarden wert, dass wir wieder auferstehen. Wie Weltraum-Jesus nun mal. Nicht da lang, sondern hier lang. Und wir sollten uns beeilen. Oh, hallo! Du solltest weg. Na, vergiss es. Ja, das war meine sehr schöne Beschreibung von Mirandas Charakter. Und oh, wir treffen jetzt auf unser nächstes Crewmitglied. Einmal den kaputt schießen, einmal den kaputt schießen und einmal den kaputt schießen. So, ein kurzer Disclaimer. Während Cutscenes und Dialogen werde ich schön die Klappe halten. Weil, warum sollte ich euch den Spaß an den Dialogen vermiesen, indem ich da drüber quatsche? Disclaimer Ende und jetzt viel Spaß dabei beim üblichen Gemetzel. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in Ihrem Leben. Das sieht nicht nach einer Einrichtung der Allianz aus. Ist es auch nicht. Im Moment kann ich allerdings nicht viel mehr dazu sagen. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen, und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Ich möchte diese Stelle kurz nutzen, um anzumerken, dass ich es sauwitzig finde, dass Jacob und Shepard während eines heißen Gefechts mit hunderten Mechs die Zeit finden, so lange einfach miteinander zu quatschen, ohne dass irgendein Mech sie erschießt. Lasst das Gemetzel beginnen. Einmal Kopf weg. Und nochmal Kopf weg. Und Jacob, bitte den da wegschleudern. So, ich kümmere mich um den da. Slow Motion Headshot. Yay. Flieg. Oh. Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen?
Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson! Hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der leitende Medizintech. Untersteht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. In Ordnung. Ein sehr spannender Dialog war das gewesen. Ich werde jetzt gerade noch Jacob ein paar Skillpunkte geben. Genau gesagt einen. Und dann beende ich das Video hier. Also dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Bis demnächst. Und ciao.